Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, herzlich willkommen zu Psychonauts 2. Ja, Psychonauts ist ein Jump'n'Run, welches von Double Fine Productions entwickelt und von Xbox Game Studios gepublished wird. Und das Ganze kam am 25. August raus und das Ganze erscheint für die PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, den PC, macOS sowie Linux. Und ja, ich habe von dem Spiel noch nichts gesehen, außer die Trailer. Und wir schauen einfach mal rein. So, neues Spiel. Okay, Moment. Bevor wir loslegen, ich mache nur eine Sache noch. Ganz kurz. Ich mache die Audio ein bisschen leiser. Ich mache erstmal 60%. Dann gucken wir mal. Und Grafik sollte... Hallo, da geht aber noch was. Dann mache ich mal ganz kurz hoch. So. Und dann legen wir auch gleich direkt los. Wunderbar. Ja. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf neues Spiel und schauen mal, was uns hier erwartet. Three days ago, Truman Zanotto, the grand head of the Psychonauts, was kidnapped. Yesterday, with my help. The Psychonauts rescued Truman from the underwater lair of Dr. Lobato. But trust me, there's no way Lobato is working alone. Today, we're on a mission. Find out who hired Dr. Lobato to kidnap Truman Zanotto. My name is Raz. And today is my first official day on the job. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht so gemütlich aus, das Büro. Na schön. Da sitzen wir also. Oh, das ist sehr cool. Everything okay in here, Raz? Oh, hey Lily. Yeah, I don't know. It's just I've dreamed about working at Psychonauts headquarters all my life. I just thought it would be more you know? Come on! We're going to be late for the Morale Corral! And that's how we managed to raise profits... the 900% this quarter. That's right! Thank you! And that brings us to our next topic. Sasha, still have the talking turtle? Maury. Sorry, I just like the clapping. It's now time to give out the award for Employee of the Year. The prize for this year's award is an all-expenses-paid tropical vacation. Ooh! Oh, I hope it's me. The winner of this award may be one of our newest members, but he's also one of our most improved. Congratulations to Caligosto Lobato. What? Way to go, Cal. You're gonna love this vacation package. I'm jealous. I've never won anything. Oh, been on a vacation. I don't have to go on a boat, do I? No, darling. Woo! All you need to do is get this vacation request approved by your supervisor. What? Just a formality. You just need to get this form signed by your boss. My boss? Yes, darling. Or you could just tell us who your boss is and we could... No! Maybe he doesn't want this tropical vacation after all.
Look, Burke, I won it. I'm Employee of the Year. Yes, you are, darling. Now off you go. Get that form signed by your boss. The person who hired you. The person you work for. Okay. Hurry up, before I take that vacation myself. Rasputin? I'm on him. Keep up with him, Raz, and he'll lead you straight to his boss. Können wir übernehmen. Sieht schon mal sehr abgedreht aus, alles. Und dann sehen wir uns mal um hier in den Büros. We'll try to head him off. Be careful, darling. Okay. Dann. Stay close to him, Raz. But don't freak him out. Ja. Never to act casual. I am acting casual. What's that? I said, I love Casual Friday. Am I right? Mm-hmm. Attention. The tooth is loose. Don't lose Think it, he Raz. Suspects anything? Stop oh, was? Right. Okay. Da ist er. Ganz. Oha. I think he suspects something. He's taking countermeasures. Just remember your basic training, soldier. Right. Okay. Ah. Cool. Are you following me? Genau, ich sag das Ganze auch mit dem Xbox One Controller, so wie man sieht. You are following me. This was all a trick. I'm not employee of the year. I'm the greatest dentist of our century. All agents, the tooth has gone bad. Repeat, the tooth has gone bad. Maintain pursuit, Rasputin. We are in position to intercept. Okay, Doppelsprung gibt's auch. Ganz klassisch. Sehr nice. Looking for me? Well, come and oh wow. Me. Was zur Hölle? Okay, das Why ist ja cool. Are you taking so long? Oh. I don't think you understand the gravity of Ach du Kacke, was ist das denn? Watch out! Hey, you're not supposed to walk that way. Posters. Das ist ja ziemlich abgedreht. Ja, ich glaube, der erste Teil ist ja auch. Wie lange her? 16 Jahre, glaube ich. Es ist schon krass, dass da jetzt eine Fortsetzung kommt. Coach! No time for small talk, soldier. The enemy is on the move. But we've got him cornered this way. Quick! Ja. Hurry! We can't let him shake us! Now, before the procedure, it's very important that we clean out your dentist's hat. You don't want any dirty. Was zur Hölle? Okay. Mhm. Achso, direkt beides schon mal drücken. Na schön. Oh, da kommen ja Sachen von oben. Ich war eigentlich gerade nur am Ausprobieren. Na, gehen wir nochmal dahin. Soldier, I've been bit. Get this giant tooth off of me. I can't ja. Lift that tooth. There's a door up there. We just need to make some. Okay. Great job following orders, Private. You go on ahead. I'll take up the rear guard. Coach, there were no teeth in Sasha's plan. That's what I told him. But he's all. No weapons, Maury. Gut, was haben wir denn hier? Trugbilder. In den geistigen Welten sind überall Trugbilder der Fantasie verteilt. Immer wenn du 100 davon gesammelt hast, steigst du einen Rang auf. Ja, dann sammeln wir mal fleißig. Und schau mal, komme ich hier irgendwie... Moment, wenn ich da ranspringe? Nee. Dann eben so. Da ist auch ein Trugbild. I thought the big tooth was upsetting. Well, let's soldier through, Private. Unzip that dental door. Ja. Good job, soldier. What's that light? Uh-oh. Zip it back up again. Zip it! Yeah, now that your cap is clean, let's check out those choppers. Hmm. If I didn't know better, I'd swear this place had gremlins. No problem. I'm sure I can do this in the dark. Oh, God.
Coach, this room is definitely not in Sasha's plan. In fact, I think it's a trap. No. That's just so, a cipher. Halt lang an, die nicht hierher gehören. Everybody has those. Live in your mind and stamp out things that don't belong. Like us? You handle this one. I'll find a way out. Na gut. Ja, dann spielen wir wohl in dem Kopf von so einem Ding. Geistige Energie. Hirne stehen für die Stärke von Res. Verbindung mit der mentalen Welt. Wenn ihm die geistige Energie ausgeht, kehrt er automatisch zu seinem letzten mentalen Kontrollpunkt zurück. Wie war das nochmal so? Wie mache ich denn das? Ey! Gut, du bist terminiert. Ich hole mal ganz kurz das Bild. Warte, bevor du mich hier versuchst anzugreifen. Da oben ist auch noch ein Bild. Uah, ich muss hier raus. Oh. Die kriege ich nicht heimlich auf, ne? Aber das ist doch bestimmt... Ja, sammeln die kleinen... Die ganze Gesundheit wiederherzustellen, wenn du... Ja, okay. So. Achso, warte, ich kann hier auch ausweichen. Bin ich vielleicht ein bisschen flotter. Anhänger für geistigen Müll. Bringe diese Anhänger zum dazugehörigen geistigen Müll, um diesen zu sortieren. Au. Uah. Sehr schön. Just have to do your thing with the dental door here. I can't even look at it. Ja, warte, bevor wir das machen, ich würde mich ganz gerne nochmal schnell umsehen. Hier gibt es doch bestimmt Trugbilder. Kann man hier eigentlich. Nee. Oh, neuer Angriff entdeckt. Ah ja, Erinnerungstresor. Manche Gehirne versuchen sich zu schützen, indem sie Erinnerungen in Tresoren wegsperren. Finde sie und brich sie auf, um die unterdrückten Erinnerungen darin zu enthüllen. Ah, warte mal, wenn ich das nehme, ich kann das ja auch da drauf werfen und da ist doch so ein Tresor. Komm her! That's one of Dr. Lobato's vaults. I should try to catch him. I found the intel inside. Verstärkung unter Wasser? Dental Tales. Mhm. Okay. Schön. Haben wir noch was gefunden? Gut, hier oben war ja auch noch was. Da springen wir auch schnell hin. Da ist es auch noch. Ah ja, okay. Das ist nochmal wie so ein kleines Tutorial. Gehe ich mal von aus. Genau. Sehr schön. Erinnert mich auf jeden Fall jetzt schon so an diese ganzen alten Jump'n'Runs, die man früher so gespielt hat. Also so vor, weiß ich nicht, 15 Jahren. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal ganz cool an. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Oh, was kann man mit dir, kann man dir helfen irgendwie? Sporttasche mit Anhänger, okay. Ja, schön. Dann würde ich sagen, sprechen wir mit unserem Kollegen hier. Achso, geht gar nicht, doch. Coach, is this normal? Do Sasha's mental scenarios usually break down like this? Never. There's something screwy going on in this brain. The sooner we get out of it, the better. Okay, dann machen wir mal auf hier. Hey, see what you can find that way. See you on the other side. Jo, ich gehe rein. Looks like some sort of conference room in here. Rasputin, ganz schön abgedreht. I'm coming, Sasha. Die Erinnerungen an diesen Raum sind aber nicht so stark. Rasputin, careful. It's a... Here's the hatbox tag. Okay, a trap. It's a trap. Lobato has... gemischt ist das... Oh ja, das wird wohl gemischt sein mit Zahnarzt. He couldn't... I won't let them meet you, Sasha. Couldn't thank you, Rasputin. Please, let's get clear of this aggressive uvula. Are you trying to remind me of that episode in my mind? Because I'd like to forget that. Sasha, how is Lobato breaking through the office construct? He couldn't be doing this on his own.
He must be getting help from someone even more sinister. Oh oh. Get ready, Rasputin. Den machen wir fertig. Wir haben kein. Ah, okay, das lädt auf. Sasha! Nein, sie kommen. I've got the situation under our control. Ah! Just find us a way out of here, quickly. Yeah, don't bother with them, little mooks. You wanna go for the gold. You gotta grab the big boys. Help me carry this one, will you, Frankie? Alter Schwede, ist das abgedreht. Kann ich irgendwie... Ja. They got me too, Frankie. The mooks. Schön. Ja. Also, wirklich. Ich wusste nicht, dass das so krass abgedreht ist. Ich fand nur den Trailer schon mal cool. Und das sah alles interessant aus, aber ja, krass. Alter Schwede. Dann bin ich richtig gespannt, was uns hier in diesem Let's Play alles erwarten wird. Breakdown Boss Trap. Falle. Ja, okay, dann. Did you even brush before you came in here today? Honestly, it's a mess in there. Here, rinse and spit. Now, everything that doesn't belong. Oh no, not back in the trap. Trap? Coach? Coach, where'd he go? Oh, well, that's a good sign. What is it? Drück dich nieder. If Lobato has regrets, then maybe there's a way we can still get to him. Let's get out of here and find Lobato. Sasha? Are regrets dangerous? Oh yes, extremely. Take care of that one, will you, while I find an exit. Und der nächste Gegner, was tun wir? Achso, rechts. Okay, das ist gut. Ja, okay. Fernkampf ist vielleicht nicht verkehrt. Und da kommt der. Dann komm mal her, du. Oh, schade. Hat nicht ganz geklappt, drüber zu springen. Aber der hat doch... Nee, der hat keine Leben. Oh. Oh, der schlägt aber weit. Und die hol ich mir mal. Wunderbar. Good job, Rasputin. Unfortunately, I can't find a way out of here anywhere. Sasha? How long has that golden door been there? Golden what? Did somebody say gold? Frankie, here's our chance for revenge! Oh, not these guys. I'll keep looking. Angriff! Ja? Wunderbar. I'm coming to see you, Ma! Oh, oh. Wow. Rasputin. You see what you can find through that door. I'm going to stay here and attempt to repair my construct. Hm? Schauen wir gleich mal. Kann ich die hier eigentlich auch kaputt machen? Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht, dass da Leben rauskommt. Da hinten auch, aber brauchen wir gerade nicht. Uns geht soweit ganz gut. Nur schauen wir auch in diesem Raum nochmal, ob wir hier noch irgendwas finden. Oder ist das genau derselbe? Wobei hier das ist, ja, das ist wieder... geschlossen und da ist auch was hinter. Oder habe ich das einfach vergessen eben? Naja, 26 haben wir schon mal. Oh. Ich glaube, ich habe das einfach vergessen. Genau. Der Raum wird wohl derselbe sein, soweit. Dann gehen wir mal durch diese Tür. Oh. Okay. Oh, this is not getting any better. Oh. Okay. Oh. Einmal springen und... Da haut sie mich weg. Still got that water phobia, huh?
It's not a phobia, it's a curse. Back in Grulovia, my whole family was cursed to die in water, and... Yeah, yeah, Super Sad. Look at these posters! I think someone else planted these in Lobato's mind to intimidate him. And make sure he didn't tell us who hired him to kidnap your dad. Let's get rid of them. Maybe it'll help. Help me burn these posters, Raz. Ja, das kriegen wir hin. Halte LB gedrückt, um Pyrokinese aufzuladen. Lasse dann los, um Dinge in Brand zu setzen. Achso, ich muss wahrscheinlich... Ja, okay. Direkt ran da. Oh, ich brenne nicht selber, ne? Nee, okay. Ja, dann machen wir das mal. Wir heilen den Verstand. Das kommt weg und dann noch hier die. Das Bild ist aber doch cool mit den Katzenaugen. Okay, I'll catch up after I make sure these posters are all burnt. Kann ich das auch in der Luft machen und stehen bleiben? Na, nicht ganz. Ich muss da hochspringen. Aber wir haben es. Und da oben ist noch ein Katzenbild. Und da haben wir auch einen Durchgang. Ah, fire! It hurts! Oh, oh, oh. Lily? Das war schon vorher kaputt, das war ich nicht. Was passiert denn? Ah, okay, cool. We're not here to hurt you. We just want to know who hired you to kidnap Truman Zanotto. Why can't you just let it go? All's well that ends well, right? Müssen wir eigentlich... Ja, die sollten wir vielleicht kaputt machen, wenn ich mir das hier mal ansehe, stellenweise. Oh. Und Reila. Was ist das? Interessant. Da noch mal was gucken, bevor wir weitergehen. Okay. Da haben wir wieder... ein bisschen was zum Sammeln. Oh... Und da können wir auch leider. Wie komme ich da hin? Kann ich da einfach... Nee, das Wasser läutert mich nicht hoch genug. Oh. Okay. Nicht gut. Das heißt, lieber direkt treffen. Nein, verdammt. Hat nicht gereicht. Aber wir haben zum Glück ein bisschen Leben. Gut, das Bild hier haben wir verbrannt. Da ist auch noch was dahinter. Oh, wer bist du denn? Hallo. Und er ist glücklich. Hutschachtel mit Anhänger. Okay, hier oben ist auch nichts. Dann gehen wir weiter. Und rein da. Oh, das sind wieder Wackelzähne. Nur mal gerade schauen, ob ich da vielleicht auch was hinter habe. Nein? Okay. Wahrscheinlich wird man das auch immer so ein bisschen sehen, wenn man dahinter kann. Who are you protecting? Myself. Employee of the Year. Mitarbeiter des Jahres. Sounds like there's some emotional baggage nearby. I should try to get that sorted. Ja, geistiger Müll. Jeder hat geistigen Müll, der sortiert werden muss. Du kannst mithelfen, indem du den verlorenen Anhänger dieses Behälters findest. Immer wenn du 5 wieder vereinst, steigst du einen Rang auf. I need the purse tag. Ach so. Ja. Ist nur die Frage, ob dieser Anhänger sich auch jetzt direkt hier irgendwo befindet. Wir gehen mal ganz kurz nochmal hier zurück. Nur um nochmal sicher zu gehen. Hier war nichts, ne? So, hier sind wir also. Da war der Durchgang, da haben wir eben den Anhänger. Ich glaube, das wird dann hier sein.
machen lieber einen Doppelsprung. I think I hear some emotional baggage nearby. Ja. Oh. Was that you screaming? Or me? Doesn't matter. Listen, we all have our doubts and regrets. But it's too late to turn back now. Understand? What we have to do now is finish the extraction. Oh oh. Lily, I think Lobato is starting to have doubts. Duh. They're right over there. Zweifel hält dich zurück. Luckily, they're highly flammable. You take care of them while I find a way out, okay? Na gut, ich dachte, da geht es noch weiter, dass wir da vielleicht den Anhänger finden, aber gut. Oh, hi, wie funktionierst du? Uah. Brenne, Zweifel! Sehr schön. Citanium. Citanium ist ein psychoreaktives Material, das von den Psychonauten als Währung benutzt wird. Bewahre es für später auf, um nützliche Dinge damit zu kaufen. Ich hätte mal sowas wie Upgrades und sowas. Hallo? Abgelehnt. Oh. Hat der noch einmal geschlagen? Ich glaub's nicht. Aber hier sind wieder diese grünen Wassertanks. Da bediene ich mich direkt mal. Sehr schön. Oh, 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 das war knapp. Was können wir noch gebrauchen? Hol ich ihn mal gleich. Da ist nämlich noch Zweifel im Weg. Nee, falsch. Gegen Zweifel funktioniert immer Feuer. Sehr schön. Hey Raz, doesn't this painting look familiar? Get away from me, you scary little girl! Think we should burn it? Oh, natürlich. You haven't changed, have you? Come on, just tell us who hired you to kidnap my dad. Moment, ich bin gleich so ein. Oh, was ist das? You better believe it is. Psy oder Psy-Lolly. Diese Hirnleckerei stellt einen Teil deiner geistigen Energie wieder her. Halte Steuerkreuz runtergedrückt, um ein Psy- oder Psy-Lolly zu benutzen. Okay, cool. Achso, da waren wir ja eben dran. Leben hatten wir auch voll, ne? Ja, aber ich gucke trotzdem mal hier hinter. Interessantes Gebiss hier. Na schön, hier wird nichts sein. Oder hier scheint nichts zu sein. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Ah ne, da ist noch was. Warte mal, bevor wir jetzt abhauen, lieber doch mal aufmachen. Ist vielleicht da oben was? Nee. Oh. Ach so, okay, der Raum, das ist der Raum vom Anfang, der hat sich nur komplett verändert. Na, schön. So, ich würde sagen, wir verbrennen das Gemälde, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir sind nämlich jetzt erstmal am Ende einer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch dieser erste kleine Eindruck zu Psychonauts 2 gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt und keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und beim nächsten Mal schauen wir, wie es hier weitergeht. Macht's gut, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.